Das Rodenberger Heimatmuseum befindet sich im ehemaligen Ständehaus des Rodenberger Schlosses. Dieses Gebäude ist als einziges nach dem Brand von 1859 und dem danach folgenden Abriss der Reste der anderen Gebäude noch übrig geblieben. Es hat eine wechselvolle Geschichte. Gebaut als Versammlungsraum der Schaumburger Landstände, wurde es in den letzten 50 Jahren unter anderem als Lagerraum eines hannoverschen Textilkaufhauses, als Turnhalle, als HJ-Heim, der Keller als Stadtarchiv und als Leichenhalle und von 1950 bis 1975 als Gotteshaus der katholischen Kirchengemeinde Rodenberg genutzt. Als die neue Kirche am Friedhof errichtet und geweiht war, setzte sich der Heimatbund dafür ein, dieses Gebäude, das eines der ältesten Baudenkmale der Grafschaft Schaumburg ist, als Heimatmuseum umzugestalten. Der Heimatbund Rodenberg war inzwischen gegründet worden. Der Gedanke, die heimatgeschichtliche Sammlung, die vor dem Krieg existiert hatte, wieder zu beleben und neu aufzubauen, führte dazu, dass auf Initiative unter anderem von Hans Janitz und Ludwig Wahlmann bei der zweiten Briefmarkenausstellung des Vereins der Briefmarkenfreunde Rodenberg im November 1974 eine kleine Sonderausstellung über die Heimatgeschichte Rodenbergs gezeigt wurde. Für dieses Vorhaben konnte Fritz Petermeier gewonnen werden, der mit Unterstützung von Ludwig Wahlmann die Ausstellung aufbaute. Die Ausstellung hatte große Resonanz. In der Folge riefen die beiden zur Gründung einer Ortsgruppe des Heimatbundes Grafschaft Schaumburg auf, mit dem Ziel, ein Heimatmuseum in Rodenberg einzurichten. Die Ortsgruppe wurde am 10. Oktober 1975 gegründet. Im März 1976 beauftragte die Stadt Rodenberg den neu gegründeten Verein mit der Einrichtung und Betreuung des Museums, für das die Stadt selbst die Trägerschaft übernahm. Mit erheblichen Mitteln des Landes und des Kreises und der Stadt wurde das Gebäude restauriert und ausgebaut. Der Vorsitzende des Heimatbundes Rodenberg, Fritz Petermeier, hat in den circa 2,5 Jahren vor der Eröffnung die Inneneinrichtung konzipiert, Exponate gesichtet und ausgewählt, Podeste und Stellwände gebaut und die Exponate angebracht. Geholfen haben ihm dabei die Vorstandsmitglieder Anko und Wittenborn. Das Rodenberger Heimatmuseum wurde am 25. Juni 1981 eröffnet, pünktlich zum Geburtstag des größten Sohnes unserer Stadt, Julius Rodenberg, der am 26. Juni 150 Jahre alt wurde. Die Gäste der Eröffnung wurden begrüßt von Stadtdirektor Wilhelm Gabe und von Rodenberger Bürgerinnen in Östertentracht. Sie erhielten als Begrüßungsgeschenk der Stadt eine Erinnerungsmappe mit einer Festschrift für Julius Rodenberg und einer Kachel. Hans-Heinrich Anke trifft als einer der ersten Besucher ein. Frau Bernd Büchen, die sich später stark im Heimatbund engagieren wird, ist gespannt auf das neue Heimatmuseum. Bürgermeister Stille wird herzlich willkommen geheißen. Thank you.
Als Trachtenfrauen verkleidet hatten sich Ratsfrau Stüber und ihre Tochter Frau von Jamine, Ratsfrau Bock und Frau Anke. Auch die Bediensteten der Samtgemeindeverwaltung waren zahlreich vertreten. Fritz Petermeier, der derzeitige erste Vorsitzende, kommt mit seinem Sohn. Ludwig Wahlmann, der den Verein die ersten beiden Jahre geleitet hat, freut sich über die rege Beteiligung. Auch Frau Schröder nimmt an der Eröffnung teil. Fritz Mensching, vielen noch bekannt als langjähriger Wirt des Stockholm, ist interessierter Besucher. Hans Schöp, als Stadtdirektor Vorgänger von Karl Wilhelm Garbe, hat als alter Rodenberger die letzten 70 Jahre der Geschichte des Ständehauses hautnah miterlebt. Die Mitglieder des Bläsersextetts unter Leitung von Hans-Heinrich Hartmann werden die Feier musikalisch umrahmen. Sängerinnen und Sänger der Vereinigten Liedertafel Rodenberg verschönten die Feier mit zwei Liedern, deren Texte von Julius Rodenberg verfasst worden sind. Wohlauf in Gottes schöne Welt und Nun bricht aus allen Zweigen das maienfrische Grün. Der zukünftige Stadtdirektor Egon Wilke hält sich noch im Hintergrund. Frau Dr. Sigrid Bruns, die spätere langjährige erste Vorsitzende der Heimatbundgruppe, ist mit ihrem Ehemann gekommen. Hans Janitz, einer der Initiatoren des Museumsgedankens, will sich von dem Ergebnis der Überlegungen überzeugen. Thank you.
Bürgermeister Stille begrüßte im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt die anwesenden Gäste. Sein besonderer Gruß galt den Vertretern der Kreisverwaltung Zimmermann und Kastning, den Ratsherren der Stadt und der Samtgemeinde Rodenberg, den Bürgermeistern der Nachbargemeinden, dem Vorsitzenden des Heimatbundes der Grafschaft Schaumburg, Rolf Schreiber, dem Kreisheimatpfleger für archäologische Bodenaltertümer im Landkreis Schaumburg, Edmund Sindermann, sowie den Vorsitzenden der Heimatbund-Ortsgruppen, ferner dem Sprecher der örtlichen Vereine, Erich Ketel, der Referentin des Julius Rodenberg Vortrages, Eva Rademacher, weiterhin den Vertretern der örtlichen Banken, Kirchen und Schulen, der Presse, dem örtlichen Gesangverein Vereinigte Liedertafel und der Bläsergruppe Hartmann. Ein besonders herzlicher Gruß galt den Mitgliedern und dem Vorstand des Rodenberger Heimatbundes und vor allem dem Vorsitzenden Friedrich Petermeier, der sich in aufopfernder Weise für die Einrichtung des Museums eingesetzt hatte. Schüler der Rodenberger Realschule lasen Texte von Julius Rodenberg. Als Kreispfleger für die archäologischen Bodenaltertümer im Landkreis Schaumburg überbrachte Edmund Sindermann Rinteln seine Glückwünsche und drei Exponate. Ein Teil eines Rentiergeweihs, ein Beigefäß vom Gräberfeld in Rumbeck und eine Scherbe aus römischer Zeit aus dem Raum Rodenberg. Sindermann betonte seine langjährige und gute Zusammenarbeit mit Fritz Petermeier.
Blick in die Grover Bauernstube. Heinrich Oltrogge erläutert seinen beiden Nachbarn Herbert Schäffer und Schreiber die Geschichte der guten Stube, die er gespendet hat. Er hatte damals zu Fritz Petermeier gesagt, ach, nehmt sie man doch jetzt schon mit, wenn ich mal dort bin, dann schmeißen die Kinder sie doch bloß auf den Sperrmüll. Er hat sich dann gefreut, dass sie im Museum immer gut zur Geltung kamen. Petermeier erläutert seiner zweiten Vorsitzenden, Frau Dr. Bruns, das Gewehr. Sie hat es aber nicht gern, wenn das Bajonett auf sie gerichtet wird. Vortrag im Forum von Frau Eva Rademacher über Julius Rodenberg. Auch hier wirkt wieder mit die vereinigte Liedertafel. Die Sänger strömen in den Vorraum. Das Forum füllt sich langsam.
Auf der Bühne haben Platz genommen das Akkordeonorchester der Kreisjugendmusikschule aus Rodenberg unter Leitung von Heini Katz und die Sängerinnen und Sänger der Liedertafel, die die Veranstaltung musikalisch umrahmen werden. Bürgermeister Stille begrüßt die Anwesenden. Eva Rademacher hält ihren festen Vortrag über Julius Rodenberg. Bürgermeister Stille dankt Frau Rademacher mit einem Buchpräsent.
Fritz Petermeier überreicht Frau Rademacher die Julius-Rodenberg-Gedenkmünze. Zum Abschluss wird die Nationalhymne gesungen.